Jetzt ziehen Sie die Segel dicht und auf geht's. Gucken wir mal, ob es auch hier ohne Frühstart abgeht. Gab es da eventuell eine Berührung am Frühstart gegeben hat? Sehen kann ich nichts auf dem Startschiff. Also offenbar alles gut über die Bühne gegangen. Und ich sehe jetzt auch schon im Tracking, wer sich auf welche Seite bewegt. Johannes Bahm, die Erde, auf die rechte Kursseite rausgefallen. Alexander Schlonski auch. Aber im Augenblick sind alle noch ganz, ganz eng beieinander. Und wir sehen, der Wind hat gar nicht abgenommen. Nach wie vor sehr, sehr guter Wind dort draußen auf der Bahn. Robert Staniek auf der linken Seite sehr, sehr gut positioniert. Das sehe ich im Tracking. Das ist er da, 8340. Das ist Robert Staniek mit seinem Vorschotter Frithjof Kleen. Die beiden Berliner aus der Mitte raus gestartet. Auch für die Jungs jetzt noch tolle Segelbedingungen. Einziger Nachteil, die Sonne ist weg, die wir hier den ganzen Vormittag noch gesehen haben. Aber das wird die jetzt überhaupt nicht stören. Die sind prima angezogen. 30 Minuten, dann wissen wir, wie die Medaillen verteilt werden bei den Starbooten. Auch da geht es um Gold, Silber und Bronze, ist noch ziemlich eng. 16 Punkte der führende Schwede, Frederik Loof. 3 Punkte dahinter die Schweizer, Flavio Marazzi mit Vorschotter Enrico De Maria. Und dann 22 Punkte, also weitere 3 Punkte dahinter die Norweger. Für die Deutschen durchaus noch die Chance, hier auf den zweiten oder dritten Platz nach vorne zu segeln. Iris Barsch ist in der Leitung live vom Startschiff. Iris, haben wir einen Einzelrückruf zu beklagen oder ging auch bei den Starbooten alles völlig diszipliniert über die Bühne? Der Start von den Starbooten ist völlig diszipliniert mit Papa über die Bühne gegangen. Die sind jetzt auf der ersten Kreuz, fahren 2 Runden und sieht alles gut aus hier. Wind hat noch ein bisschen zugelegt, passt aber. Ist denn die Wettfahrtleitung auch ein bisschen erstaunt darüber? Wir haben hier noch nicht einen einzigen Einzel- oder allgemeinen Rückruf erlebt bei den Medal Races. Also sagen wir mal so, bei den Starren kommt es nicht unbedingt so häufig vor. Bei den 49ern war ich überrascht, dass sie so diszipliniert waren. Aber von den Windbedingungen her war das heute auch kein Problem. Die Linie hat super gelegen und dann muss man da auch keine Befürchtung haben, dass die zu früh sind. Also wer sein Handwerk versteht als Wettfahrtleiter, der muss auch keine Frühstart-Barsch vom Startschiff. Wir hören uns gleich nochmal, wenn es um den Zieleinlauf geht. Und gucken jetzt hier auf das Feld, das Mitte der Startkreuz unterwegs ist. Markus, auch die Starboote haben genau wie die 49er Tracking-Geräte an Bord. Das sind so kleine, handygroße Teile, die uns in jeder Sekunde genau verraten, wo sich die Schiffe befinden, welchen Kurs sie fahren. Ja, da können wir gerne mal umschalten auf die 3D-Ansicht. Und da sehen wir, dass Robert Staniek im Augenblick in Führung liegt und der Dreikampf, wenn wir das so nennen wollen, findet jetzt auch zwischen Robert Staniek, Johannes Polger und Alexander Schlonski statt, zumindest wenn es ums Olympiaticket geht. Interessant natürlich auch, wo ist Freddy Loof, der Gesamtführende, im Augenblick auf Platz 3, Flavio Marazzi auf Platz 1 gerade vorgerutscht, aber man muss dazu sagen, die Boote sind noch so eng beieinander. Wir können auch mal in die Draufsicht umschalten und sehen da Robert Staniek auf der linken Kursseite, Alexander Schlonski und Johannes Polger in der Mitte des Kurses. Staniek im Augenblick mit leichtem Vorteil. Scheint ein bisschen besser zu gehen jetzt hier Anfang der ersten Kreuz auf der linken Seite. Aber ganz typisches Bild im Star, die Boote kreuzen ganz diszipliniert über die Mitte auf. Keiner geht da zu weit auf die Außenbahn schon raus. Da haben wir Robert Staniek und Frithjof Kleen. Die Frage ist immer, wie groß muss der Dreher sein, damit man ihn mitnimmt, damit man den Nachteil einer Wende und ein bisschen kostet so eine Starbootwende auch, aufwiegt. Aber es wird hier reichlich gewendet, das spricht für die drehenden Winde hier auf der Innenbahn. Und jetzt sehen wir ganz schön, wenn wir nochmal in die Draufsicht gehen, wie auf der linken Seite etwas mehr Höhe gezogen wird. Die Boote fahren da etwas höher im Vergleich zu den Booten in der Mitte.
und vielleicht auch ein bisschen schneller. Vielleicht setzt da etwas frischerer Wind von der linken Seite an. Auf jeden Fall im Augenblick führend Robert Staniak. Damit würde er seine Führung im Gesamtklassement ausbauen. Führt da eine Vierergruppe an, die da auf der linken Seite der Startkreuz im Moment auf Steuerbordbug in Richtung Tonne segelt. Aber es ist wahnsinnig eng und auf der Vorwindstrecke wird hier noch sehr, sehr viel passieren. Die werden sich wieder weiter zusammenschieben, werden sehr, sehr hart arbeiten mit den Segeln, auch pumpen, um da runterzurutschen, die Wellen und Der Schweizer mit dem Bunde vorbei. Und der Norweger. Und wer ist das hier? Ist das der Schwede? Sieht fast so aus. Jawohl, also die Top 3 im Gesamtklassement, allesamt auf der linken Seite dazu. Robert Staniak, also die Top 4 sind das hier sozusagen des Klassements. Schweden, Schweiz, Norwegen und ein Boot aus Deutschland. Die vier hatten, so sieht es im Moment aus, den richtigen Riecher für dieses Startkreuz. Inzwischen sind hier in unser Studio auch die Ergebnisse der Matchrace Damen geflattert. Es gewinnt die Russin Ekaterina Skudina vor der Australierin Nikki Sauter. Olivia Price aus Australien belegt Rang 3. Beste Deutsche Silke Halbrook mit Maren Halbrook und Kerstin Schult. Ja, und jetzt kurz vor der Lufttonne, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ganz kurz vor der Lufttonne überholt Robert Staniak jetzt noch Flavio Marazzi, geht als erster um die Lufttonne. Und also toller Tag runter, für die deutschen Segler, auch die Starboot-Jungs in Führung. Allerdings das Feld hier dicht beisammen, schöne Wegerechtssituationen, die sich da jetzt anbahnen. Kommt ja, und das da ist Alexander Schlonski, der sich da noch reinschiebt. Das sieht aber regelkonform aus. Ja, sieht alles so gut aus, als würde er da gerade noch sozusagen die Kurve kratzen vor dem anderen Boot. Jawohl, kein Problem. 8426, das ist Schlonski. 8414, das ist Johannes Polger, der da jetzt wendet. Also die zwei haben da noch eine ordentliche Aufgabe vor sich auf der Vorwindstrecke. Ah, Polger quält sich, da kommt er nicht in Richtung Tonne. Muss da nochmal anlufen als Lehschiff, seinen Wegerecht markieren. Ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht sogar noch einen Protest gibt. Schafft er die Tonne? Und ganz vorne Robert Staniak und Frithjof Kleen, die ja hier seit einigen Tagen von Markus Wieser trainiert werden, der als Audi Med Cup Sieger der Veranstaltung von Marseille hierher gekommen ist und den ganzen Tag von links nach rechts über das ganze Gesicht strahlt. Passt auf, dass die Jungs abends rechtzeitig ins Bett gehen. Und unterstützt sie draußen auf dem Wasser mit all seinem Wissen, mit seinem taktischen Know-how. Und er strahlt auch so ein bisschen die Zuversicht aus. Das tut den Jungs unheimlich gut. Interessanter Zweikampf an der Spitze des Klassements bei den Starbooten. Dem letzten Medal Race des Tages. Ja, jetzt müssten wir eigentlich mal rechnen, ob Robert Staniak mit der Platzierung noch in die Medaillenränge vorfahren kann. Alvin Mallaby, der im Augenblick Drittplatzierte, jetzt ja auch an dritter Stelle in diesem Rennen. Das wird wahrscheinlich nicht reichen, um an ihm vorbeizufahren. Doch, 26 Doch, das Punkte würde reichen. Staniak. Damit eine Medaille für Robert Staniak. Alexander Schlonski im Augenblick auf Platz 7. Wenn Mallaby Vierter wird, nein, wenn Mallaby Zweiter wird, bekommt er 4 Punkte so rum. Und auch das würde noch reichen für Robert Staniak, denn bei Punktgleichheit entscheidet die Platzierung im Medal Race. Ja, gehen wir nochmal in die Draufsicht. Da sehen wir ganz vorne Robert Staniak. Jetzt doch von Marazzi überholt worden.
Und auch Freddy Löw holt da gewaltig auf. Jetzt müssten wir ein bisschen rauszoomen, um zu schauen, wie weit es noch bis zum nächsten Gate ist. Es ist noch eine ganze Ecke. Also Robert Stanjak im Augenblick da nicht so schnell unterwegs. Und von hinten holt Johannes Polger ganz gut auf. Also das wird auf jeden Fall spannend bleiben. Hier nochmal den Blick runter zum Legate. Also die Rechnung für Robert Stanjak ist im Moment so, wenn er hier das Rennen gewinnt, dann darf der Norweger bestenfalls Zweiter werden, der Schweizer bestenfalls Vierter und Frederik Loof bestenfalls Fünfter, wenn er im Gesamtklassement noch ganz nach vorne rutschen will. Das ist natürlich vielleicht ein bisschen viel des Guten, aber schauen wir mal, was die beiden hier noch zustande bringen. Wir erinnern uns an die vorangegangenen Rennen. Da war Alex Slonsky einer der schnellsten auf der Vorrennstrecke zusammen mit seinem Vorschotter Matthias Bohn. Mal gucken, wie weit die zwei noch ranfahren können an die Führenden. Also die 17, ersten vier Boote stehen sich da gerade richtig eng zusammen. Schalten wir nochmal auf die Draufsicht um und fokussieren dann ein bisschen mehr rein. Aber wir sehen Slonsky schon da im Anflug sozusagen. Der war ja sagenhaft schnell in den beiden Wettfahrten, die er gewinnen konnte. Die Rennen Nummer 5 und 6. Ganz hinten sehen wir übrigens ein Boot, das kringeln muss. Das hat wohl eine Wegerechtsverletzung oder eine Flag von einem Judge bekommen, von einem Schiedsrichter auf dem Wasser, dafür, dass es zu stark gepumpt hat. Hier ist es ja nicht so wie beim 470er, wo man eine Flagge setzt und dann kann man so viel pumpen, wie man will, sondern das geht alles ganz kultiviert vonstatten. Da darf man nur ein Minimum an Pumpbewegungen auslösen. Ja, und jetzt sieht's. Gucken, wie das sich am Legate darstellt. Für die Deutschen. Vorschubleute gehen jetzt weit nach vorne, um den Schwerpunkt ganz nach vorne zu verlagern, damit das Heck aus dem Wasser kommt, der Starboote. Der Amarazzi, der Schweizer, zusammen mit Enrico De Maria. Ja, und im Augenblick Robert Stanjak nur noch auf Platz 3. Da hat sich Freddy Löw noch vorbeigeschoben. Die Tonne im vorderen Bereich hier sieht etwas bevorteilt aus. Da wird Flavio Marazzi rumgehen. Freddy Löw nimmt die andere Tonne frei und Robert Stanjak dann auf Platz 3, auch um die vordere Tonne. Ja, hat er zwei Plätze verloren auf der Vorwindstrecke, aber alles noch eng beieinander. Wenn es dabei bliebe, würde sich am Gesamtklassement ganz vorne erstmal nichts ändern. Freddy Löw. Vierter ist der Norweger, Øyvind Mellerby, der wäre demnach, bei denen kommt es nur darauf an, wer ist vorne. Also die Bronze würde sich entscheiden zwischen dem Norweger und Stanjak, je nachdem wer vorne ist. So, jetzt geht's für die Starboote auf die zweite und letzte Kreuz. Anders als die 49er fahren die ja nur zwei Runden, weil sie entsprechend langsamer sind. Und auch bei dieser Kielbootklasse beträgt die Target Time, also die errechnete Rennzeit, 30 Minuten. Und jetzt muss Robert Stanjak sich was einfallen lassen, was er da tun kann. Da sehen wir Alex Slonsky, auch um das obere Gate gegangen. Jetzt kommt Johannes Polger. Die haben mit der Spitzengruppe da nichts mehr zu tun. Slonsky, ja, der vor der Kieler Woche Führende in der Olympia-Qualifikation. In der DSV-internen Olympia-Qualifikation. Und da haben wir die Schweizer schön zu sehen. Jetzt hier die Wende. Die müssen da sich ganz klein machen, die beiden, um unter dem Großbaum durchzutauchen. Und jetzt wieder raus auf die Kante. Und das Boot schön gerade hier durch die kappeligen Wellen steuern. Und da kommt schon die Konkurrenz auf Backbordbug. Ah, Robert Stanjak jetzt, glaube ich, sogar auf Rang 4 zurückgefallen. Hier im Augenblick, das Tracking sagt noch Platz 3. Da liegt der
ist aber dicht gefolgt von dem Norweger. Das ist jetzt das führende Pulk. Und da sieht man, wie taktisch es zur Sache geht. Der Schweizer legt sich wieder drauf, versucht das Feld da zu kontrollieren. Direkt unter den Schweden, Freddy Löw, mehrfacher Weltmeister. Ja, und im Augenblick hat der Norweger eher schlechten Wind, ist abgedeckt durch den Schweizer und wird da sicherlich demnächst rauswenden, was vielleicht nicht ganz verkehrt ist für Robert Stanjak. Aber die große Frage ist natürlich, wie drehend sind die Winde da draußen wirklich? Wie böig ist es? Vielleicht lohnt es mal, einen O-Ton von Max vom Wasser zu holen, wie er die Situation da einschätzt, ob der Wind abgeflaut hat. Sieht jetzt ein bisschen so aus, als würde sich die Vorhersage nur mit ein bisschen zeitlicher Verzögerung dann doch noch bewahrheiten. Aber das wäre ja quasi ideal gelaufen, wenn noch eine Viertelstunde hält der Wind noch bis etwa 14 Uhr. Wenn dann erst Feierabend wäre, jetzt wenden die schwedischen Weltmeister zu. Gut zu erkennen da an den gelben Leibchen, die die Führung im Gesamtklassement anzeigen. Und die Schweizer, die hier auf Rang 2 liegen im Moment oder vielleicht noch knapp führen, schwer zu sagen, sind auch im Gesamtklassement auf dieser Position. Und dann kommen der Norweger und Robert Stanjak. Also es sieht so aus, als würde das Medal Race bei den Starbooten hier auch den Regattaverlauf der gesamten Kieler Woche widerspiegeln. Schlonsky und Polga auf der anderen Seite der zweiten Kreuz. Sie versuchen ihr Glück da rechts. Ja, ich denke, Polga hat da ganz gut aufgeholt auf Alexander Schlonsky. Natürlich für beide nicht das optimale Medal Race hier, eher im hinteren Teil. Und jetzt sehe ich hier gerade übrigens, dass Robert Stanjak wieder die Führung übernimmt. Das kann aber eine Ungenauigkeit im Tracking sein. Aber es ist auf jeden Fall eng. Das sind die beiden, das sind Schlonsky und Polga da oben. Zu erkennen an dem gelben, der gelben Werbefarbe im Segel. Abgerechnet wird an der Lufttonne, dann wissen wir es ganz genau. Die Starboote fahren ja ein bisschen höher ran an den Wind als die 49er. 40 Grad etwa, fahren also in etwas spitzerem Winkel auf die erste Tonne zu. Ja, die Führung wechselt hier ständig zwischen Marazzi und Stanjak. Freddy Löw auch ganz nah dabei. 8-3-4-0, das sind, Robert Stanjak und Frithjof Kleen. Starten beide für den Norddeutschen Regattaverein Hamburg, obwohl sie Berliner sind, aber beim NRV, da wird die Starboot-Tradition ja ganz groß geschrieben. Viele tolle Starbootsegler stammen von der Außenalster. Und ich werde jetzt nochmal den Norweger einblenden lassen, dass wir den Zweikampf zwischen Stanjak und Melleby, so heißt der Norweger, nochmal ein bisschen genauer betrachten können, denn da geht es um Bronze. Den hat er jetzt, glaube ich, im Griff. Guck mal, Markus. Genau. Also im Moment sieht es so aus, als hätte er den Norweger jetzt kurz vor der Lufttonne wieder im Sack. Und auf den wird er auch segeln jetzt, den wird er verteidigen, denn da geht es um die Bronzemedaille bei der Kieler Woche und um ordentlich Punkte in der Olympiaqualifikation, denn es gibt einen 5- oder 6-Punkte-Bonus für einen dritten Platz in der Olympiaqualifikation. Und das wird Robert Stanjak natürlich versuchen, sich zu sichern. Müssten wir mal gucken. Interessant wäre jetzt zu wissen, wie weit sind die Schiffe noch von der Leyline entfernt. Werden die Schweizer genau auf der Leyline wenden oder fahren sie vielleicht doch eine Bootslänge zu weit? Das wäre dann die Chance für die Deutschen, sich drunter zu packen und vielleicht die Innenposition zu ergattern. Aber im Augenblick ist das hier wieder schulbuchmäßiges Segeln. Da müssen eigentlich die jungen Segler zugucken, sich das angucken, wie die alten Hasen das hier machen, wie die Mitte des Kurses hocharbeiten, keine falschen Risiken eingehen, nicht zu weit auf eine Seite sich raustreiben lassen, beim Gegner bleiben, solange sie keine Chance sehen und erst ausholen, wenn sie was sehen, was sie gebrauchen können, eine gute Drehung oder ein bisschen mehr Wind. Sieht jetzt ganz gut aus hier. Der Querabstand von Stanjak zu Melleby
den kontrolliert er jetzt ganz sicher und da macht er sich, glaube ich, auch keine Sorgen und keine Illusionen mehr über Platz 2 vor Flavio Marazzi. Wir müssen noch mal schauen, wo Freddy Loof abgeblieben ist, der da ja auch noch ein Wörtchen mitspricht. Aber im Moment hat es so ganz vorsichtig den Anschein, als hätten sich Staniek, Kleen da die Führung zurückerkämpft, die ja auf der Vorwindstrecke zwischendurch verloren gegangen war. Ja, die Schweizer, auch dahinter sehen wir jetzt, wenden sie auf den Backbord-Bug, haben Wegerecht, die Norweger müssen sofort verschwinden. Und was macht Robert Staniek? Interessante Situation, kommt er vorne vorbei oder legt er sich drunter? Haben die Schiffe die Leeline erreicht? Ist die Tonne schon in Sicht? Legt sich genau davor, leicht abfallen, Fahrt aufnehmen, Segel sind gefüllt und jetzt Geschwindigkeit. Jawohl, jetzt hat das Schiff wieder die richtige Amwindgeschwindigkeit erreicht. Ich nehme an, dass die Tonne nicht mehr weit ist. Genauso ist es, wie wir vermutet haben. Klasse gemacht von Robert Staniek. Hat sich da zurück an die Spitze erkämpft, wenn auch der Vorsprung nur minimal ist. Jetzt muss er zusehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie das Muster der letzten Vorwindstrecke da wiederholt, ob sie wieder ein bisschen Geschwindigkeitsprobleme auf dem Vorwindgang haben oder ob es gerade eben vielleicht auch nur ein paar Böen waren, die sie verpasst haben. Tja, jetzt entscheidet sich's. Jetzt wird der Kieler Wochersieger ermittelt. Letzte Vorwindstrecke. Das Vorsegel wird da ausgebaumt, damit es auch noch ein kleines bisschen Vortrieb mitbringt. Also ja, ich bin mir sicher, dass Flavio Marazzi alles versuchen wird. Vor Norwegen, vor Schweden. An Staniek vorbeizukommen, denn damit kann er die Kieler Woche noch gewinnen. Da der Schwede jetzt, im Augenblick würde ich sagen, Freddy Loof war Vierter, habe ich das richtig gesehen? Freddy Loof ist Vierter, im Moment, genau so ist es, bekommt also 8 Punkte dazu, wäre dann bei 24. Würde das Marazzi schon ausreichen für einen Kieler Wochensieg? Marazzi würde, wenn er gewönne, hätte er 21, dann hätte er gewonnen, jawohl. Na, dann fokussieren wir jetzt auch noch mal rein. Da sehen wir die beiden Führenden, da sehen wir Robert Staniek und Fridtjof Kleen, wie sie da kämpfen. Aber im Hintergrund habe ich fast den Eindruck, als wären die Schweizer wieder ein bisschen schneller. Toll zu sehen, wie die Masten da nach vorne geneigt werden, um den größtmöglichen Vortrieb zu erzeugen auf dieser Schiebewindstrecke, wenn der Wind von hinten weht. Kielboote sind ja Verdränger, keine Gleiter, so wie die 49er oder für die 470er. Muss eine andere Technik her, um schnell zu sein auf der Vorwindstrecke. Und jetzt werden die beiden versuchen, mit allen erlaubten Mitteln da so schnell es geht in Richtung Ziel zu segeln. Hier vorne sind die Norweger, die versuchen ihr Glück auf der rechten Seite, halten aber jetzt auch zurück. Aber wenn Robert Staniek das hier gewinnen könnte. Aber auch ja, die Schweizer mit im Moment den besten Aussichten, hier die Kieler Woche zu gewinnen, das müssen wir ganz klar sagen. Auch wenn sie hier auf Rang 2 liegen, dann bekämen sie 4 Punkte dazu, hätten dann 23 Punkte und wären damit immer noch einen Punkt vor den Schweden, vor Freddy Loof, wenn der dann tatsächlich nicht besser als Rang 4 ins Ziel kommen würde. Also jetzt den Schweizern reicht ein zweiter Platz zum Kieler Wochensieg. Eine ganz interessante Situation jetzt. Robert Staniek ist vor Marazzi auf die linke Vorwindseite rausgefahren, weil er da wohl irgendwas wittert. Oh, da kommt Halt jetzt zurück. Aber Marazzi hat eine starke Böe gekriegt, wie es aussieht, und holt auch in unserem GPS-Tracking jetzt auf, Malaby auch. Also das kann eine ganz, ganz enge Geschichte im Ziel werden. Wir da werden das dann ganz in Ruhe ausrechnen, Markus, damit wir da keinen Fehler machen. Guckt man sich das mal an hier. Das ist spannender als Formel 1 Rennen. Ja. Und jetzt sieht man, wenige Meter, wie Marazzi sich da vorbeigeschoben hat. Der hat einfach eine gute Böe erwischt. Der Schlag war richtig teuer für Robert Staniek. Im Augenblick kommt er dann nicht in die Gänge und das Muster, von dem ich gerade gesprochen habe, Vorwind, hat er ein Geschwindigkeitsproblem, wiederholt sich hier. Etwas unorthodox, sein Vorschutter steht am Mast. Bei den anderen
sitzen Sie eher. Also das wird noch ganz, ganz eng. Staniek im Augenblick auf Platz 4 zurückgefallen, hinter Mellaby, damit aus dem Medaillenrängen raus. Das ist natürlich ganz bitter. So, im Moment. Aber an Spannung wieder nicht zu überbieten, oder? Dramatisches Finish bei den Starbooten hier kurz vor der Ziellinie. Schade, dass Robert Staniek sich da ein bisschen verhoben hat, ist ja knapp in Führung liegend um die Tonne gegangen, fällt jetzt hier, wenn wir auf die Analyse gucken, auf Rang 5 zurück. Ich habe ihn noch auf Rang 4. Ja. Und übrigens im hinteren Teil des Feldes hat Johannes Polger Alexander Schlonski überholt. Und die sind so nah beieinander, dass das auch nicht unerheblich ist für die Olympiaqualifikation. Liefern sich da ja einen ordentlichen Vierkampf. Staniek, Polgar, Schlonski und Baben der Erde. Johannes Baben der Erde nicht so glücklich unterwegs bei dieser Kieler Woche. Hier rauschen die jetzt auf die Ziellinie zu. Ganz, ganz nur als Vierter im Bunde. Vorwindstrecke für Robert Staniek. Von 1 im Augenblick auf 4, 5 zurückgefallen. Ja, ich wollte gerade sagen, als Fünfter im Bunde rauscht da Robert Staniek. Und ich bin mal gespannt. Das ist schon erstaunlich. In Führung der Schweizer. 3 Punkte sein Vorsprung bedeutet, wenn er gewinnt, muss der andere, der Schwede Seck, Dritter werden. Dann reicht es für ihn. Müsste sich also der Norweger noch dazwischen schieben, dann wären die Schweizer. Das könnte kaum enger sein. Auf dem Treppchen. Oh mein Gott. So knapp. Und das Ziel vor Augen, da ist der Vorsprung für die Schweizer dahin und die Norweger mit der Bö unterwegs. Kann Schlonski, kann Staniek, pardon, da auch nochmal so eine Bö erwischen. Im Moment sieht es nicht danach aus. Das wird ja wohl ein Fotofinish. Könnte gut sein. Also da ist die Ziellinie zwischen der orangenen Flagge und dem Zielschiff. Und ich glaube, hier unten, die Jungs gehen zuerst ins Ziel. Und ist das Alvin Mellaby? Zweiter Schweiz. Und wer sind die Dritten da in der Mitte? Vierter Staniek. Vierter Staniek. Das ist der Gewinner, Flavio Marazzi. Und damit hängt jetzt davon ab, was Freddy Löw im Ziel letztendlich war. Ich kann dir sagen, gewonnen hat Marazzi, Mellaby Zweiter, Diego Negri Dritter. Und Freddy Löw Vierter, Fünfter Robert Staniek. Das ist natürlich ein ganz, ganz bitterer letzter Vorwindgang gewesen.